Deutscher Rekord im Berchtesgadener Land in Oberbayern. Hier thront der Watzmann über unseren nächsten Rekordhalter. Tiefe Täler, hohe Berge und kristallklare Gebirgsflüsse. Das kennzeichnet den Nationalpark Berchtesgaden an der Grenze zu Österreich. Hier wird die Natur weitgehend sich selbst überlassen. Nirgends sonst in den deutschen Alpen gibt es einen derartigen Nationalpark wie hier in Bayern. Die Küreundalm ist eine von 5 Almen im Nationalpark. Hier bereiten der Ranger Dominik und seine Praktikantin Anna ihre heutige Tour vor. Ranger heißt im Beamtendeutsch übrigens Schutzgebietsbetreuer. Ich bin der Dominik, ich bin Ranger hier im Nationalpark Berchtesgaden. Und ja, ich habe mein Hobby wirklich zum Beruf gemacht. Ja, die Aufgaben eines Rangers sind sehr vielseitig. Wir schauen nach Ordnungswidrigkeiten, die im Nationalpark vorkommen. Wir machen Umweltbildung zum Beispiel, wir arbeiten in der Forschung. Hier zeige ich es dir tatsächlich mal vor Ort da hinten. Und dann würde ich sagen, packen wir es mal zusammen alles, ja, oder? Dominiks und Annas Arbeitsplatz ist einer der wohl größten in Bayern. 210 Quadratkilometer schützen und pflegen 15 Ranger. Der Park ist Domizil für weit mehr als 20.000 verschiedene Tierarten. Darunter über 140 Vogel- und 50 Säugetierarten, die frei im Park leben. Dazu kommen über 4.000 zum Teil geschützte Pflanzenarten. 1,6 Millionen Besucher verzeichnet der Park im Jahr. Und hält manchmal auch für Profis wie Dominik eine Überraschung parat. Das sind Schwarzstörche. Ja, das waren definitiv Schwarzstörche, krass. Voll gut. Boah, ich habe noch nie, also hier noch nie Schwarzstörche gesehen. In den anderen Regionen ist es sicherlich häufiger, aber für unsere Verhältnisse war das jetzt auf jeden Fall spektakulär. Ziemlich geil, ziemlich cool. Ich bin eigentlich wirklich ganz intensiv in der Natur aufgewachsen, habe mich ganz früh damit beschäftigt, komme eigentlich aus der Forstwirtschaft, habe aber ganz früh gemerkt, dass für mich der Naturschutz mehr im Vordergrund steht als jetzt die Forstwirtschaft, also der Holzverkauf zum Beispiel. Ja, und kann einfach wirklich hier das machen, was mich persönlich auch beschäftigt, also der Naturschutz eben. Natur, Natur sein lassen. Das ist das Motto des Nationalparks. So werden auch Bäume, die von Borkenkäfern befallen sind, nicht etwa gefällt, sondern sich selbst überlassen. Das ist zum Beispiel eine unserer Borkenkäferfallen. Mhm. Die Fallen werden jetzt nicht von uns aufgestellt, um irgendwie den Borkenkäfer zu bekämpfen, sondern zu Forschungszwecken haben wir die eigentlich aufgebaut und auch nur ein paar Standorte. Die Fallen werden regelmäßig kontrolliert und die Borkenkäferbestände von den Rangern genau unter die Lupe genommen. 20 und die würde ich jetzt gleich einfach mehr oder weniger wieder. Und erkennst du was? Mhm. Sehr genau. Schaut fast bedrohlich aus. Fast bedrohlich. Im Endeffekt ist ein Borkenkäfer deswegen Schädling in Wirtschaftswäldern, weil er die Leitungsbahn des Baumes unterbricht und der Baum stirbt ab. Er verdurstet sozusagen. Sozusagen, genau. Kriegt keine Nährstoffe mehr in die Krone und umgekehrt. Doch hier im Nationalpark werden auch diese kleinen Schädlinge wieder in die Freiheit gelassen. Respekt für jedes Lebewesen zu haben, ist wichtig, um als Ranger im Nationalpark zu arbeiten. Oh, wow. Das ist extrem schön. Ja, das ist schon eine gigantische Aussicht, gell? Dominik und Anna sind an ihrem Tagesziel angekommen. Von hier aus haben sie freie Sicht über den Königssee bis an die Grenzen des Nationalparks. Und bis wo geht jetzt der Nationalpark genau? Also eigentlich geht der Nationalpark, das kann man eigentlich ganz schön sehen, da ist ja das Steinerne Meer da hinten und da ist auch wirklich die Grenze. Und hier links würde man jetzt auch eigentlich das Grenzgebirge sehen, das wäre dann das Hagengebirge. Im Hagengebirge verläuft eben genau auch die Grenze. Das sieht man hier jetzt wegen der Fichte nicht so gut. Aber das, was du hier nach unten siehst, ist alles noch Nationalpark Berchtesgaden. Und diese einzigartige Naturlandschaft gilt es zu bewahren. Berchtesgadener Land in Oberbayern, der einzige Alpen-Nationalpark in Deutschland.